Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play Pokémon Platin. Und wie wir sehen, sind wir in Ewigkeit. Ewig und ja, genau, ewig genau. Ich wollte eigentlich schauen, ob wir ein Fahrrad haben. Schon. Ist das ein Beutel oder war das nicht immer ein Shortcut? Okay, ein Fahrrad haben wir noch nicht, dann sprechen wir mal mit ihm. Ich glaube, das gab es erst später. Oh, da ist gar keiner da. Okay, dann müssen wir Team Galactic wohl in irgendeinem Gebäude besiegen. Dann gehen wir auch da mal hin, wo auch immer das sein mag. Okay, dann müssen wir hier irgendwo lang. Ah, okay. Ist ja schön, dass wir den Barry als Gegner jetzt bekommen. Du bist doch gekommen, um dir die Pokémon-Statue Statue anzusehen, stimmt's? Ich bring dich hin. Oh, es gibt gar keinen Kampf. Wahrscheinlich erst später. Oder wir besiegen zusammen Team Galactic. Aber was? Ah, hier haben wir ja die Pokémon-Statue der Stadt Ewigkeit. Fast miteinander verworben geben Zeit und Raum unserer Welt ihre Form. In Sinnoh verehrt man das Pokémon des Raumes und das der Zeit. Die Mythen Sinnohs, wir müssen sie auf Wahrheit überprüfen. Entschuldigt, geht zur Seite. Das war wahrscheinlich der Leader von Team Galactic. Oh, hey, bei diesem Zusammenschluss kam mir eine brillante Idee. Die ist genial. Ich weiß, wie man ganz leicht zu einem klasse Trainer wird. Na, wie klingt das? Also pass auf, hör mir zu. Alle deine Angriffe müssen sitzen. Gegner dürfen dich nicht treffen. Wenn du das schaffst, wirst du nie verlieren. Du bist unverwundbar. Der unverwundbare Trainer, das ist die beste Idee, die ich jemals hatte. Hey, wieso guckst du dir nicht mal die Pokémon-Statue an? Tschüss. Okay, dann tun wir das mal. Da hing wohl mal ein Schild mit einer Erklärung, aber es wurde abgerissen. Okay, nichts Interessantes für uns. Hier gibt es Fahrräder. Davon können wir uns keins klauen. Und das ist noch ein Trainer. Den haben wir bestimmt noch nicht besiegt. Okay, uninteressant. Jetzt ist die Frage, wo müssen wir hin? Ich behaupte mal, das wäre falsch. Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir schon weiterziehen müssen. Oder vielleicht doch. Ich schau mal kurz, ob hier irgendwas ist. Ja, war klar. Oh, dieses Utensil da. Ist das ein Pokédex? Puh, da kommen alte Erinnerungen hoch. Entschuldige bitte. Wer heißt du denn? Schön, hallo Lucius. Den Namen werde ich mir merken. Mein Name ist Cynthia. Ich bin auch eine Trainer. Genau wie du. Und ich studiere die Mythologie der Pokémon. Aus reiner Neugier. Hier in Ewigkeit steht die Statue eines Pokémon des Altertums. Hast du sie dir schon angesehen? Die Legende besagt, dass es ein extrem mächtiges Pokémon gewesen sei. Wer weiß, vielleicht begegnest du auf deiner Reise ja einem ähnlichen Pokémon. Nimm das hier mit. Es wird dir ja sicherlich nützlich sein. Okay, Form 1. Das wird wohl Zerschneider sein. Die VM-Zerschneider kann auf der Reise verwendet werden. So kommst du zu Gebieten, die du vorher nicht erreichen konntest. Das ist wichtig, um deinen Pokédex auffüllen zu können, weißt du? Viel Glück auf deiner Reise, Trainer. Oh, ich habe noch was vergessen. Richte Professor Aibo meine Grüße aus. Ja, okay, das könnte sie ja wohl selber machen. Sie hat bestimmt schon ein Pokémon, das Flug kann. Jetzt frage ich mich, ist das hier Pokémon-Liga-Leiterin gewesen? Oder war das ein achter Arena-Orden? Ich glaube, es war die Pokémon-Liga. Aber ich bin mir jetzt auch nicht ganz so sicher. Okay, VM-Opfer kriegt jetzt sein erstes VM. Zerschneider, das haben wir. Kampf-Items sind Items, Briefe und Bären, TM und VM. Genau, da haben wir es. Der Zerschneider. Ah, Zertrümmer haben wir schon. Deswegen habe ich kurz gedacht, VM1 könnte auch was anderes sein. So, da hauen wir was weg. Aber ich glaube,
Das Schneider ist normal, dann machen wir Tackle weg. Warum ist Wupan vorne? Hat das was zu bedeuten? Ich glaube nicht. Deswegen machen wir das zurück. Und dann Chris. Jo, dann kommen wir, gehen wir hier rein. Wird wohl, denke ich, Team Galactic gehören, dieser Ort. Und unser nächstes Ziel sein. Ja, genau. Hallo, junges Wesen. Ich bin's, ja. Ich bin's. Ja, ach Gott. Hallo, junges Wesen. Ich bin's. Ich, ja, bei meinem wandelbaren Wesen erkennt man mich nicht immer sofort. Schließlich gehöre ich zur Top-Elite der internationalen Polizei. Da ist es naheliegend, dass ein jeder auf meine Verkleidung hereinfällt. Ah, den haben wir schon begegnet, glaube ich, in der ersten Stadt. Dem sind wir schon begegnet. Jetzt verlese ich mich nicht nur, sondern verrede mich sogar. Und unter vier Augen möchte ich dir auch eines sagen. Deine Fähigkeiten als Trainer sind überragend. Es ist ja wohl klar, dass mir das klar ist. Oh, jetzt habe ich vergessen, das zu lesen. Aus diesem Grund denke ich nicht, dass dir große Schwierigkeiten bevorstehen. Doch solltest du immer Vorsicht walten lassen. Finstere Subjekte sind überall. Aber genug geplänkelt, ich habe einen Rat für dich. Jedes Stockwerk hier hat zwei Aufgänge. Zweifellos ist einer immer eine Falle. Diese Ganoven von Team Galactic sind, wie sollen wir sagen, sie sind einfach nicht so hell wie du und ich etwa. Du kannst bestimmt leicht herausfinden, welchen Aufgang du nehmen musst. Okay, die Frage ist, möchte ich das herausfinden? Also das hier wird ja logischerweise die Falle sein, weil hier nichts bewacht ist. Oder? Ah ne, ist sogar der richtige Aufgang. Finde ich jetzt schade. Denn ich will ja an die Items ran. Und außerdem möchte ich auch jeden Trainer besiegen. Da ist Lebel, den haben wir schon besiegt. Kann die uns was sagen? Okay, ist Team Galactic an den Sternen interessiert. Kann man aus dem Namen sich denken. Bla bla bla, ja. Achso, genau, wir wollen ja den Besitzer des Fahrradladens auch treffen oder befreien oder was auch immer. Wir wollen ja ein Fahrrad. Ja, ist mir egal, was ihr wollt. Ist immer das Gleiche. Oh, ein Doppelkampf, okay. Das macht das Ganze natürlich schneller. Und dann ist auch gut, dass ich Chris noch hinter Neo gesetzt habe. Da haben wir direkt beide Level 20er Pokémon in dem Kampf. Ah, ist ein bisschen überlevelt, aber es muss ja sein, wenn wir mehrere Gegner besiegen müssen. Ja, okay, beide sind geschwächt. Sternschauer trifft beide. Und Funkensprung trifft, glaube ich. Okay, Funkensprung trifft nicht beide. Ladevorgang ist nur ein Aufladeangriff. Aber Unlicht dürft, glaube ich, sogar recht. Ach, scheiß drauf, wir machen einfach Funkensprung. Na, Sternenschau ist leider kein One-Hit. Aber Funkensprung dürfte es eigentlich beenden. Das bin mir nicht sicher. Oh fuck, ich habe es falsch angegriffen. Na egal, ist One-Hit. Flügelschlag, okay. Das macht kaum Schaden. Machen wir nochmal Sternenschauer. Obwohl, das wäre dumm. Aquaknappe. Ich glaube, Verfolgung. Ah, ich weiß nicht. Ah, das ist beides schwach. Komm, wir machen einfach so. Ohne auf das zu Bad. Kratzer, okay. Ach so. Ist schneller als wir. Ist klar. Ob es nochmal ein K. Charmieren ist? Ich glaube nicht. Skunkapu, das ist auch ein Gift. Gift normal oder Gift normal? Ich weiß nicht, oder nur Gift? Ist auch geil, wir machen einfach weiter mit Sternschauer, das ist eigentlich immer gut. Oder machen wir mal Gift bis auf dich. Vielleicht reicht es, ich glaube nicht. Aber jetzt habe ich anstatt Funkensprung Biss gemacht, das war dumm. Ja, egal, scheiß drauf.
Oh, es ist so geschreckt, also hat es sich gelohnt. Doch, Kampf Sternschau nochmal, dann ist Charmian weg. Und bei dem machen wir nochmal Funkensprung. Wir greifen ja zuerst an. Und Charmian ist ja weg durch Neo, das ist gut. Jo, okay, das war's. Kein Level Up für beide. Okay, aber wir dürften kurz davor sein. Ja, ich bin ein Kind. Ich habe dich trotzdem platt gemacht. Der kämpft nicht gegen uns, okay. Nehmen wir uns das Item. Aber ich will ja nicht so fies sein. Der soll auch seine Chance bekommen. Einzelkampf, da haben wir Neo, glaube ich, vorne, ja. Klibunkel. Gift, Wasser oder nur Gift? Machen wir auch erstmal Verfolgung. Das dürfte eigentlich ziemlich schwach sein. Dürfte nichts bringen. Ja, war klar. Aber ich hab's versucht. Jetzt wissen wir es auf jeden Fall. Sternschau Aquaknarre. Ich mach Aquaknarre. Ist wahrscheinlich auch nicht gerade so effektiv. Ja, siehst du, es geht. Sternschau ist halt nicht stärker. Deswegen müssen wir halt nochmal Aquaknarre machen. Zack. Finte. Kann das zurückschrecken? Ich glaube nicht. Kusukib, da haben wir auf jeden Fall gewonnen. Und ich glaube, es gibt sogar 300 bis 400 Erfahrungen. Ja, 337. Das ist mittlerweile gar nicht mehr so viel. Egal, wir gehen weiter. So, die haben wir besiegt. Dann gibt es den Raum noch. Ich sollte mal schauen, wie viele Etagen es gibt. Das machen wir gleich dort hinten. Damit ich... oh, da müsste ich gar nicht kämpfen. Okay. Interessant. Da gibt es irgendwas. Die möchte kämpfen. Ich guck mal jetzt erst, wie viele Etagen es gibt. Also, steht da gar nicht. Ja, wahrscheinlich können wir rausfinden, welche Treppe die richtige ist, wenn wir die anreden. Aber das ist ja in uns egal. Wir gehen ja eh überall lang. So, Charmian. Aquaknarre, okay. Ist normal. Charmian ist ein normales Pokémon. Wupan könnte sich hier natürlich... ah, scheiße, das bringt ja gar nichts. Oh, wohl doch. Volltreffer, okay. Dann hat es sich gelohnt. Wupan könnte sich hier wahrscheinlich durchsweepen. Oder das ist nicht das, was wir wollen. So, erstmal gucken, ob wir hier falsch sind. Ne, wir sind hier richtig. Okay, dann gehen wir die andere Treppe hoch. Okay, der will eh nicht kämpfen. Oder die. Mann, dich kann ich nicht austricksen. Okay. Drei. Oh, das ist ein Level-Up für Neo. Das ist schon mal schön. Aquaknarre. Ich hoffe, wir bekommen dann auch eine neue Wasserattacke. Wasserdüse, aber ich glaube, die gibt es noch gar nicht. Und die kann, so viel ich weiß, welches Pokémon war das? Ein Pokémon Platin? Ne, Pokémon Weiß, was wir da hatten. Das war... Oh, schön. Hat sich direkt mal gelohnt, diese Beere ihm zu geben. Ich glaube, das war aber... Das war mir nicht, sondern das war... beim Kilian. Was hatten wir denn für den Starterpunkt? Wir hatten das Wasser-Starterpunkt, oder wie heißt die letzte Entwicklung? Oh, doch, es gibt Wasserdüse. Okay. Das ist schon mal gut. Dann machen wir Ruckzuck-Hieb weg. Ist ja im Sinne, in dem Sinne die gleiche Attacke. Von der Funktion her. Nee, wir wollen das Pokémon nicht wechseln. Denn wir wollen direkt mal mit der Wasserdüse angreifen. Aber mir fällt der Name nicht ein. Aber es ist auch egal. Das Pokémon existiert nämlich hier noch nicht, also brauchen wir es auch nicht zu kennen. Ah, schon wieder vergiftet.
Und dann nochmal so viel Damage, ja? Das tut weh. Dann müssen wir dies gleich mal heilen. Ich glaube, in dem Pokémon bekommt man sogar noch Schaden außerhalb eines Kampfes, wenn man verbrannt, vergiftet ist. Aber das machen wir. Charmian könnten wir besiegen noch. Es wird schwer. Also, wir müssen es in zwei Angriffen auf jeden Fall besiegen. Okay, das geht auf jeden Fall. Und es macht Heuler. Dann passiert uns auf keinen Fall was. Obwohl der Angriff von Neo sinkt. Oh shit, das wird knapp. Das wird knapp. Es war wahrscheinlich dumm, dass ich jetzt nochmal angegriffen habe. Ja, vorbei. Oh, ein Heuler. Okay, dann ist okay. Dann überleben wir es ganz knapp. Gift verletzt. Komm, komm. Oh, ganz knapp. Ey. Das Spiel wollte, dass wir das mit Neo machen. Bla, red uns nicht dumm von der Seite an. So, okay, Beutel. Ach übrigens, ich nehme wieder in der Nacht auf, damit ich Kilian das den Part hier noch geben kann. Bevor in dem Wochenende. Ich kann es natürlich mittags machen, aber dann wäre ich nicht zu Hause. Und dann müsste er wahrscheinlich bis Montag warten. Und da die Folge, glaube ich, mittwochs kommt, ist das natürlich sehr unpraktisch. Zudem mal, glaube ich, am Wochenende mit einem anderen Rechner aufnimmt. Okay, dann gucken wir mal. Pokémon. Ah, okay, wir haben es geheilt. Okay, ich hatte schon gedacht, wir hätten vergessen, es zu entgiften. Da haben wir einen komischen Tipp. Der wird wahrscheinlich den richtigen Weg für uns haben. Deswegen gehen wir auch als erstes zu ihm. Naja, deswegen nicht, aber weil er komisch aussieht. Und das bedeutet wahrscheinlich auch, dass da schon die letzte Ebene ist. Dann schaffen wir das wahrscheinlich noch alles in dem Part. Oh, ein Kadabra. Das ist cool. Leider können wir kein Simsala bekommen in dem Let's Play. Schade. Achso, das ist so einer, der jetzt erstmal sein Pokémon auflevelt mit irgendwelchen X-Angriffen, X-Abwehr, aber das ist scheißegal, weil der bis dahin ist eh besiegt. Aber es gibt uns ordentlich Erfahrung. Da brauchen wir noch einen Trainer mit Neo und dann können wir auf Chris wechseln, obwohl der in diesem Part wahrscheinlich kaum noch ein Level-Up bekommen wird. Willst du nicht kämpfen? Oh, er hat keine Ahnung, was das Ganze soll, okay. Ah, es war doch klar. Es war doch klar. Nein, es war nicht klar. Ich habe ja gesagt, es wäre anders. Aber woran soll man erkennen, welcher der richtige Weg ist? Indigo-Stück ist... Oh, ein Beleber ist ganz okay. Wen haben wir denn hier? Das da ist der Fahrradladenbesitzer und das... Ist das jemand von Team Galactic? Ich glaube nicht. Ich glaube, wir haben es schon geschafft. Wir sind schon... Nee, ich glaube nicht, dass wir schon durch sind. Oder es kommt erst der Gegner, den wir besiegen sollen. Da ist auf jeden Fall ein Item. Gehen wir als erstes das Item holen. Upgrade, was ist das? Ach so, okay, das ist wahrscheinlich ein spezieller Gegenstand, den man braucht. Ich glaube nicht, dass man den... Oh. Genau, es ist Silphcore. Item. Ich habe schon gedacht, es wäre ein Item, das man Pokémon geben kann, als es in dieser Tasche war, aber ich war mir ziemlich sicher, dass es für die Silphcore war. Was hat Team Galactic nur vor? Warum stehlen sie unsere Pokémon? Was wollen sie damit erreichen? Okay. Wolltest du etwas? Ach, wieso frage ich so dumm? Du willst die Pokémon befreien? Ja klar, als ob ich das erlauben würde. Ich, Jupiter, kümmere mich persönlich um dich. Ah, das ist doch ein erwachsener Mensch. Ich dachte, es wäre ein Kind, oder? Oh, es ist gar kein Kind. War aber gezeichnet wie ein Kind. Ein Zubat, das ist ganz nett. Dann machen wir dich mal platt. Die gute Wasserdüse. Oh, shit. Das ist nicht gut. Sind wir One-Hit? Nee. Das ist ja zum Glück kein Pflanzen-Pokémon. Aber wir wechseln trotzdem zu Chris.
Der kann mit Funksprung, glaube ich, super sogar one-hitten, wenn wir Glück haben. Oh, ist auch kurz vorm Level Up. Dann ist es sogar gut, dass wir wechseln. Und Bedrohe ist auch noch ganz nett. Gigasauger ist okay, dürfte aber uns nicht so viel Schaden machen, hoffentlich. Ja, ist ziemlich schwach sogar. Machen wir Funksprung, obwohl wir einmal bis hätten Ladevorgang benutzen hätten können. Ja, okay. Oh, müssen wir doch nochmal auf Neo wechseln? Interessant. Skuntank, das ist die Weiterentwicklung, aber wir wechseln trotzdem. Einfach um die Erfahrung zu bekommen. Was für Level hast du denn? Skuntank. Skuntank ist stark. Das könnte Chris sogar besiegen. Also Chris könnte von Skuntank besiegt werden. Was wahrscheinlich auch der Fall sein wird. Ich hoffe, wir überleben einen Angriff. Oh Gott, das tut weh. Das tut weh. Puh. Okay, wir haben es überlebt, dann kommt Wupan dran. Wupan ist ja auch erst Level 22, stimmt. Das ist ja gar nicht so weit voraus. Nachthieb, oh Gott. Ich glaube, der besiegt uns sogar. Also, oh, ist nicht effektiv. Tempohieb, Flammenrad, Glut. Glut auf keinen Fall. Ach, Tempohieb ist ein Kampf. Was war denn dieser Feuerangriff? Der dann auch so ein Erstschlag war. War das nicht? Ich habe gedacht, das wäre Tempohieb. Ich schaue mir mal, also wenn Skuntank jetzt noch nicht besiegt ist, schaue ich mir mal an, was Tempohieb kann. Wir sind ja auch Kampf. Okay, kann nix. Oh, das tut weh. Ein Volltreffer. Das ist nicht sehr effektiv, komm. Ich glaube nicht, dass es uns jetzt besiegt. Zwei ein Volltreffer. Ja, gut. Und jetzt heilen wir uns. Und ich könnte, naja, auf... Soll ich auf Neo wechseln? Ich glaube, das geht nicht. Ah, shit. Ja, komm. Trank. Ich habe überlegt, ob ich Wupan einfach sterben lasse. Auf Wecker haben wir nichts. Irgendwas Gutes? KP-AP-Erholung? Trank. Super Trank. Okay, ein Super Trank. Ist genau das, was wir brauchen. Ich hatte gedacht, wir hätten nur Tränke. Das wäre dann ziemlich schlecht gewesen. Aber so geht's ja. Obwohl es ja nur Nachthieb hat, was eigentlich nicht gefährlich für uns ist. Ja, nicht weiterheilen, sondern ein Tempohieb ist erstschlagsfähig, weiß. Dann machen wir das. Weil es ist ja sowieso besiegt. Und beim Volltreffer genau. Kriegen wir keinen Schaden mehr. Obwohl das wahrscheinlich eh egal ist, weil wir jetzt ins Pokécenter laufen. So, Neo Level 22. Chris Level 21 immer noch und Wupan Level 23. Blablabla, einem Kind unterlegen, bla. Hui, du bist ganz schön zäh. Macht aber nichts. Unsere Untersuchung der Pokémon-Statue ist beendet. Mars hat die Energie des Windkraftwerkes gespeichert. Wir sind hier fertig. Aber eine Sache verrate ich dir. Unser Boss erforscht die alte Pokémon-Mythologie. Mit der Macht der mythischen Pokémon wird er ganz Sinnoh beherrschen. Also kommt Team Galactic nie wieder in die Quere, klar? Das ist meine letzte Warnung. Oh, das sind... okay. Ich habe mein Pipi zurück und das ist allein dein Verdienst. Aber dieses Team Galactic, sie haben gesagt, Pipi kommt aus dem Weltraum, her damit. Was für eine krude Logik, als käme sie selbst aus dem Weltraum. Jedenfalls sind sie jetzt weg, vielen Dank. Schau doch in meinem Fahrradgeschäft vorbei, wenn du in der Nähe bist, ja? Okay, dann tun wir das nicht mehr, wir laufen noch in den Pokécenter und lassen Kilian vor dem Fahrradcenter raus, dann weiß er nämlich genau, was Sache ist. Obwohl er das wahrscheinlich eh wissen wird. So, da runter. Ich hoffe, da kommt jetzt kein Gespräch mehr. Komm.
Komm, lass mich einfach jetzt ins Pokécenter laufen und speichern. Und dass Barry jetzt meint, mit uns kämpfen zu müssen. Ah, wir hatten ja auch das VM-Opfer. Das wäre ja eh kein Problem gewesen. Okay, VM-Opfer ist natürlich unterlevelt, weil wir das nicht leveln wollen, sondern nur VMs geben wollen. Aber okay. Ah, es war so klar. Es war so klar. Oh, dann hatte dieser Part halt Überlänge. Da bist du ja. Ich habe dich schon gesucht. Hier habe ich nämlich etwas Schönes. Es ist ein Pokémon-Ei. Das möchte ich dir gern geben. Bitte nimm's. Okay. Was für Pokémon-Eier gab's denn? Spitze, das Pokémon im Ei ist mit Sicherheit auch glücklich. Ich weiß es einfach. Nimm das Ei zusammen mit deinen Pokémon auf deine Reise mit. Eines Tages wird ein Pokémon aus ihm schlüpfen. So wird sich eine weitere Seite deines Pokédex füllen. Welch schöner Gedanke. Bis zum nächsten Mal. Kann man an der Farbe oder an der Form erkennen, was für ein Pokémon das ist? Ich glaube nicht. Oh, schade. Ich glaube, es ist ehemals gleich. Okay, wir speichern. Das war ja zum Glück kein so großes Gerede. Und die nächste Folge seht ihr dann bei Kilian und ich verabschiede mich.